Dass dieses niedliche Tier hier zu schweren inneren Blutungen oder an Nierenversagen beim Menschen führen kann, würde man so ohne weiteres gar nicht glauben, oder? Ist aber leider so. Und passiert tatsächlich hier in Deutschland. Nur wissen das die wenigsten. Seit 2001 sind an der Erkrankung, die es sich hier handelt, nämlich die Hantavirus-Infektion, über 12.300 Menschen erkrankt. Wie es dazu kommt und wie ihr euch schützen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Hi, mein Name ist Ute Leinung und ich bin Internistin und Notfallmedizinerin hier bei Mehrarzt für dich. Das Hantavirus klingt nach einer exotischen Seuche, die man sich höchstens bei Fernreisen einfangen kann, oder? Ja, ist aber nicht so. Denn das Hantavirus ist auch in Deutschland beheimatet und führt seit einigen Jahren zu einer steigenden Anzahl an Erkrankungen mit zum Teil sehr schwerwiegendem Verlauf. Bevor wir dazu kommen, worum es sich hier genau handelt, kurz ein bisschen was zur Historie. Das Hantavirus gehört zu einer Virusfamilie, die in Asien und Europa, aber auch in Amerika vorkommt. Entdeckt wurde das Virus Ende der 70er Jahre, nachdem in den 50ern während des Koreakrieges über 3000 amerikanische Soldaten an einem rätselhaften Fieber erkrankt waren, das mit schweren Blutungen und einem Versagen der Nieren einherging. Der Name Hunter geht dabei auf den südkoreanischen Fluss Hantan zurück, wo die Soldaten damals erkrankten. Im Laufe der Jahre stellten die Forscher dann fest, dass das Hantavirus zu einer Familie gehört, die in verschiedenen Teilen der Welt aktiv ist. So auch bei uns in Europa und hier speziell eben auch in Deutschland. Übertragen wird das Virus durch dieses possierliche Tierchen hier, das ich euch vorhin direkt am Anfang schon mal gezeigt hatte. Es handelt sich dabei um die Rötelmaus oder auch Waldwühlmaus genannt. Und das Virus wird über ihre Ausscheidung, also den Kot, den Urin oder auch den Speichel übertragen. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Maus scheidet das Virus zum Beispiel mit ihrem Kot oder Urin aus. Der Kot zerfällt, der Urin verdunstet. Und auf diese Weise gelangt das Virus als Staubpartikel in die Luft und kann dann leicht eingeatmet werden und dann eine Infektion verursachen. Die Mäuse selber zeigen keine Krankheitszeichen, bleiben aber ein Leben lang infektiös, sobald sie sich einmal mit dem Virus angesteckt haben. Wenn ein Mensch die Viruspartikel eingeatmet hat, kann die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung hier gut mal einen ganzen Monat dauern, weshalb man sich dann auch hinterher nicht mehr so gut erinnert, welche Umstände zur Infektion eigentlich geführt hatten. Übertragungen von Mensch zu Mensch finden in der Regel nicht statt. Auch eine Ansteckung durch ein Nagetierbiss ist eher eine Rarität. Soll nicht heißen, dass beides unmöglich ist, aber das ist in der Regel nicht der Ansteckungsweg. Wo kann es jetzt zu einer Infektion kommen? Im Prinzip überall da, wo sich die Rötelmaus aufhält. Und das kann im Wald sein, hier insbesondere in Buchenwäldern, weil die Mäuse besonders gern Bucheckern futtern und diese auch als Wintervorrat anlegen und sich dann natürlich besonders gern und gut dort vermehren, wo es reichlich Bucheckern gibt. Aber die Maus kann natürlich auch sich in deiner Garage oder auch in deinem Schuppen einnisten oder zum Beispiel auch in einem Hasenstall. Und wenn ihr dort dann ausmistet oder Frühjahrsputz macht, den Boden da fegt, dann wirbelt ihr die Staubpartikel auf und mit ihnen dann auch die Viren, die ihr dann über die Atemluft wiederum einatmet. Und so nimmt die Infektion dann ihren Gang. Wie merkst du denn jetzt, dass du dich infiziert hast? Die Symptome sind recht unspezifisch und können sich als Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen, als Sehstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, hohes Fieber und Nierenprobleme mit Blut beim Wasserlassen äußern. Da ein Teil dieser Beschwerden auch gerne bei einer Grippe bzw. einem grippalen Infekt auftritt, wird die Hantavirus-Infektion häufig nicht sofort erkannt, was sie besonders tückisch macht. Eigentlich fällt sie meist auch erst dann auf, wenn schon verschiedene Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika oder Grippemittel oder Ähnliches versucht worden sind, sich aber der Zustand des Betroffenen immer weiter verschlechtert. Feststellen lässt sich die Infektion durch eine einfache Blutuntersuchung, in der der Arzt die Antikörper gegen die Erkrankung nachweisen kann. Ist also eigentlich eine ziemlich schnelle Geschichte, sofern man eben weiß, dass man danach suchen soll. Eine Impfung gibt es bislang noch nicht und ob es eine lebenslange Immunität gibt bei denjenigen, die eine Hantavirus-Infektion durchgemacht haben, ist leider noch nicht hinreichend erforscht. Daher ist es auch so wichtig, dass du dich schützt und gar nicht erst diese Infektion bekommst.
Bevor wir zu den Schutzmaßnahmen kommen, kurze Frage an dich. Hast du schon mal eine Hantavirus-Infektion gehabt oder kennst vielleicht jemanden, der das durchgemacht hat? Falls ja, dann schreib es uns doch in die Kommentare. Also, wie kannst du dich jetzt gegen die Erkrankung schützen? Hier gibt es einiges, was du tun kannst. Also nehmen wir mal an, du machst Frühjahrsputz und fegst deinen Schuppen oder deine Garage aus oder machst den Kaninchenstall sauber. Dann solltest du Handschuhe tragen und was noch wichtiger ist, einen Mundschutz. Darüber hinaus kannst du die Staubentstehung reduzieren, indem du den Boden anfeuchtest. Also zum Beispiel, bevor du die Garage ausfegst, machst du sie mit dem Schlauch kurz nass. Sofern das natürlich möglich ist. Manchmal geht das ja nicht. Der Grund hinter dem Wässern ist, dass die Staubpartikel dadurch gebunden werden und auf diese Weise die Staubpartikel nicht mehr so leicht aufwirbeln können. Und so kannst du das Infektionsrisiko wirksam senken. So, das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat dir spannende Erkenntnisse gebracht. Gib uns doch einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonnier unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keins unserer Videos mehr verpasst. Und hinterlass uns gerne deine Fragen und Anregungen hier unter dem Video oder unter unserem Post auf Instagram. Danke dir und bis bald. Ciao.